Ja, moin Leute, euer Fauler Zero hier und herzlich willkommen zu endlich mal wieder einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance. Ja, ich bin faul. Ich weiß nicht. League of Legends komplett neu angefangen, also ich habe einen neuen Account erstellt und ich war erst zufrieden, als ich Stufe 30 war. Es ging nicht anders. Ich musste. So, das dazu. Gut, wir sind höchstwahrscheinlich jetzt gerade bei der Burg, soweit ich mich erinnere, ne? Wenn ich jetzt richtig liege, oh, ich habe geklautes Bier dabei. Genau, bei Thallenberg, das meinte ich. Wir fahren wahrscheinlich fort mit der Mainquest oder haben wir noch eine Nebenquest? Ja, bla bla. Finde heraus, warum Matthäus und Fritz. Okay, das kriegen wir eh nicht hin. Und Steinschlag. Begib dich zum Kloster, befrage die Leute zum Unfall. Das machen wir später. Ich würde sagen, wir gehen. Vergeltung, Finkte, Markwart und räche den Tod deiner Eltern. Gibt es da schon irgendwas auf der Karte? Tatsächlich. Achso, nein. Haha. Ich wurde verarscht. Von einer anderen Quest. Ja, soll passieren. So, ach, guck mal, da ist die Quest, die wir die ganze Zeit gesucht haben. Naja, das machen wir später alles. Ich würde sehr gerne erstmal mit der Hauptquest weiterfahren. Und deswegen stellen wir den Steinschlag erstmal aus, Vergeltung erstmal aus und auf der Fährte spüre Stinker auf, sprich mit Stinkers Vater, sprich mit der Zuberdirne vom Badehaus, mit der sich Stinker trifft. Okay, das ist momentan unsere Aufgabe und wir begeben uns nach Letchko und werden höchstwahrscheinlich auf dem Weg überfallen und sterben wie immer. Hallo? Okay, doch. Drückt mir die Daumen, dass ich nicht sterbe. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich will nicht sterben. Oh nein, nein, es ist Ich auch. frage mich, was Theresa gerade tut. Oh. Vielleicht sollte ich sie be Ja, später. Gut, dass er mitten im Satz aufgehört hat zu reden. Ist ja ganz normal beim Wandern, ne? Ich meine, kann ja sein, dass er eingeschlafen ist. So, wir haben es mitten in der Nacht, das ist Kacke. Jetzt müssen wir erstmal natürlich schlafen. Und dann, ja, wir machen jetzt erstmal die Main Quest, ganz ehrlich, und dann können wir Theresa immer noch besuchen. Oder wenn wir mal aus Versehen in der Nähe sind, oder, na gut, aus Versehen in der Nähe kann man nicht sein, aber wenn wir in der Nähe sind, gehen wir mal kurz zu Theresa rüber, sagen, hey Schnecke, willst du mit uns ausgehen? Ich will noch ein paar Leute verprügeln. So, oh, wir sind direkt bei der Schenke, das ist ja wie gewollt. So. Ich hoffe, ich finde noch einen Schlafplatz. Du? Geh weg! Mit dir will ich nichts zu tun haben. Dann halt nicht. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe vielleicht ein, zwei Leute umgebracht. Ich bezahle doch nicht zum Schlafen. Was war das? Nur ein schlafender Gast. Alles in Ordnung. Ups. Mich würde es jetzt nicht wundern, wenn ich mittendrin aufgeweckt werde. Ja. Naja, was soll's. Ein paar Stunden haben wir übersprungen. Boah, ich habe geklautes Bier dabei, ne? Das ist nicht so gut. Du lungerst herum, wo du nichts zu suchen hast und ignorierst Warnungen. So schnell wirst du die Sache nicht vergessen. Um das zu bereinigen, musst du einiges hinlegen. Oh Gott. Da, ich kann. Leg dich nicht mit mir anmachen, vielleicht funktioniert das. Das reicht. Mach so weiter und du verfluchst den Tag, an dem du mir begegnet bist. Ich habe nur. Das ist ein Missverständnis. Verzeih. Du kannst gehen. Kann ich jetzt weiterschlafen? Ja, großartig. Hey du, was wird das hier? Ich musste durch dich Willst du, dass durchgehen, ich jetzt Mann. richtig zornig Ich werde? musste durch dich durchgehen. So, okay. Ein neuer Tag. Ach, hier wäre der Schlafraum gewesen, ne? Ja, knacken wir mal nicht. Ich meine, wir haben es jetzt Tag. Kann ich noch ein paar Stunden warten? Und ich habe Hunger. Ich sollte meinen Hunger stillen. Ach, verdammt, ey. Dann halt nicht. Dann wasche ich mich wenigstens. So, vielleicht habe ich noch ein bisschen was zu essen in meinem Inventar. Nur was zu trinken. Das
Brauche ich aber gar nicht. Muss meine Hände nicht wirklich stillhalten. Na gut. Also wir müssen jetzt eh zu Fuß laufen, ne? Wir sind jetzt in der Stadt angekommen. Und hier irgendwo müssen wir suchen. Bis zum... Das hätte ich ruhig ein bisschen höher bauen können. Ja, das Problem ist einfach nur, es ist noch viel zu früh. Warten wir bis um 10. Dann passt das schon. Dann müssten ja die Leute wach sein. Okay, dann müssen wir die Dörende suchen. Ich meine, den Vater müssen wir auch suchen. Ich weiß ja nicht mehr, wie er aussieht, ganz ehrlich. Und ich muss mal kurz mein Mikro ein bisschen leiser stellen. Ich glaube, sonst übersteuere ich. So. Okay, Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Das kriegen wir hin, komm. Du siehst aus wie die Dörende. Ah. Dorfbewohnerin. Na gut, dann nicht. Ernsthaft? Ich hab Hunger. Warum ist der Scheiß zu? Du bist nur so ein dämlicher Spieler, ne? Gut, ich habe 2 gezackte Würfel. Das bringt mir aber jetzt noch nicht so viel. Irgendeine Dirnde hier dabei? Was ist denn? Ich suche eine Dirnde. Hören die mir nicht zu, wenn ich rede oder so? Aha! Hm. Hast du Essen? Was willst du hier? Nur Essen. Alles gut. Hey, ist das dein Ernst? Ja. Bist du taub? So. Was zum... Was? Oh Gott! Ich hab doch noch was gegessen! Okay, ich wurde beim Stehlen erwischt. Egal. Wird mich schon keiner töten, deswegen. Okay, ich werde auf jeden Fall nicht verfolgt, das ist gut. So, da hinten müssen wir hin. Okay, dann gehen wir da hinten hin. Falls noch irgendwer hier mit mir redet. Ich glaube, das war das Dorf, wo keiner mit mir geredet hat, ne? Wo jeder pissig auf mich war. Deswegen auch immer. Ups. Ihr wisst schon, vorlaut und so. So, voll in den Misthaufen reingetreten. Dann machen sie ihren Dünger. So, die Dirnde müsste hier sein irgendwo. Oder der Vater, eins von beiden. Kann es sein, dass die Dirnde da drüben ist, ne? Ja, das sieht schon eher nach Dirnde aus. Hier sieht's nach Vater aus. Oder? Ich weiß auch nicht. Hä? Ach, hier in dem Haus. Ich wette mit euch, Freunde, er wird nicht mit uns reden wollen. Ah, das ist die Dirnde. Verpiss dich! Das muss doch nicht sein, oder? 140, ach. Ja. Angeblich triffst du dich mit Hinek, dem Sohn des Gabers. Und wenn schon? Bist hier, um mich zu bekehren, was? Weil ich ein loses Weib bin, das respektable Männer verführt. Das ist deine Sache. Ich will dich nur etwas fragen. Was du mit deinem Leben anfängst, ist deine Sache. Das freut mich. Manche haben für die Art, wie ich mein Geld verdiene, nichts übrig. Kann ich mir vorstellen. Und was ist mit dir? Du wirkst ein wenig verhärmt. Ein Bad mit etwas Gesellschaft könnte dir gut tun. Später. Ich habe zuerst ein paar Fragen. Womöglich später, meine Teure. Erstmal muss ich dir ein paar Fragen stellen. Nur zu. Also gut. Wo steckt Hynek? Was hast du ihn das letzte Mal gesehen? Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Ja, wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Vor ein paar Tagen. Er kam spät am Abend zu mir. Besoffen. War das ungewöhnlich? Ich habe ihn nie viel trinken sehen. Er kam immer nüchtern zu mir. Also benahm er sich an diesem Abend eigenartig? Ja, ich hatte das Gefühl, dass er sich vor etwas fürchtet. Er hörte nicht auf zu schwatzen und hatte keine Lust auf... Du weißt schon. Also warf ich ihn raus. Seitdem habe ich ihn nicht zu Gesicht bekommen. Mhm. Was hat er an jenem Abend gesagt? Erinnerst du dich daran, was er an jenem Abend sagte?
Ich bin mir nicht sicher. Er schwatzte von irgendeinem Heinz, der das Zeitliche gesegnet habe. Dass er bereue, da reingeraten zu sein. Aber er hat nicht gesagt, was da wäre. Nur, dass es das Geld nicht wert war. Genau. Und dann redete er von dem Geld. Das war sehr merkwürdig. Wegen wessen Geldes? Was hat er über das Geld gesagt? Nur, dass er einen Haufen hinterm Haus versteckt hat. Aha. Was hast du dazu gesagt? Was sollte ich sagen? Er war besoffen. Er faselte, dass ich eine feine Magd wäre und andere Dirnen nicht mal für Geld mit ihm gehen würden. Und wenn ich wollte, könnte ich sogar die Hälfte nehmen und gehen. Oder er würde mit mir kommen und wir könnten heiraten und so. Nichts als Unsinn. Mhm. Hast du nach dem Geld gesehen? Hast du dort nachgesehen? Nein, ich habe Besseres zu tun. Bestimmt hat er sich das nur ausgedacht. Wie würde ein Tagedieb wie er schon zu Geld kommen? Ja, ich verstehe. Vielleicht durch Plünderung. Wo genau ist er versteckt? Hat er dir gesagt, wo genau er es versteckt hat? Er sagte, er habe es bei der westlichen Ecke der Häuslerei seines Vaters vergraben. Gut, hab Dank. Weil ich muss eh mit dem Vater reden. Perfekt. Sonst würde keiner mit ihm den Beischlaf ausüben? Ist das wahr? Was? Dass andere Dirne nicht mehr für Geld mit ihm gehen? Die anderen Zubermägde sind bieder, also weiß ich es nicht. Ehrlich gesagt hat er mir leid. Die Leute mögen ihn nicht und das nur, weil sein alter Herr ein Griesgram und Gerber ist. Ich verstehe, er tat dir leid. Also tat er dir bloß leid? Wir sind beide sowas wie die schwarzen Schafe hier. Mehr ist da nicht zwischen euch? Nein, mehr nicht. Vielleicht denkt Hinek anders, aber so ist es eben. Na gut, der arme Typ. So, Paps, du wirst was besucht. Denn? Ich bin besoffen oder so, ich habe keine Ahnung, ich kann nicht laufen. Na, Dorfbewohner? Ach, verdammt, hier komme ich nirgends vorüber, ne? An der Wache laufen wir mal vorbei. Das muss wirklich nur nicht sein, ne? Hallo! Verpiss dich! Oh, okay. Die mögen mich nicht. Das ganze Dorf hasst mich. Ich fühle mich wie Drachenlord. Oh mein Gott. Jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt, der arme Typ. Nur, dass es bei ihm halt Realität ist. So. Lass mich raten, der Vater will auch nicht mit mir reden. Tollen Job hast du da. Du? Geh weg. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Ein schlechter Mensch zu sein ist teuer, Freunde. Ich suche nach einem Kerl, der Stinker genannt wird. Hast du je von ihm gehört? Natürlich. So nennen sie meinen Sohn, Hinek. Ah, du weißt nicht zufällig, wo er sich aufhält. Ich weiß überhaupt nichts. Weißt du wenigstens, wohin er für gewöhnlich geht? Es ist wichtig. Hinek lässt sich alle Jubeljahre mal zu Hause blicken. Also weiß ich nicht, wo er sich rumtreibt. Und selbst wenn ich's wüsste, warum sollte ich's jedem Hinz und Kunz erzählen? Hinek ist in Schwierigkeiten. Dein Sohn ist dabei, seinen Karren tief in die Scheiße zu fahren. Ich möchte ihn warnen. Nichts Neues. Er steckt ständig bis zu den Ohren in der Scheiße. Dieses Mal wird er einen Kopf kürzer gemacht. Er hat sich mit gefährlichen Leuten eingelassen. Ich muss ihn finden. Also gut. Er war vor ein paar Tagen hier, ist aber sofort wieder weg. Sah aus, als ob er es eilig gehabt hat. Und du weißt nicht, wohin er gegangen ist? Ich habe eine Vermutung, aber ich weiß nicht, wohin genau. Ich verstehe nicht. Hinek verdient mit der Wilderei was nebenher. Er hat ein paar Mal vor mir geprahlt, was für ein tolles Versteck er in den Wäldern entdeckt hat. Aber er hat mir nie verraten, wo es ist. Nun, das ist zwar nicht viel, aber besser als nichts. Danke. Okay. Wilderer Versteck. Hast du denn keine Vermutung, wo sich dieses Versteck befinden könnte? Ich weiß wirklich rein gar nichts drüber. Wusste nur, wann er von dort gekommen ist. Mehr nicht. Wie das? Weil er immer ein paar Felle zum Gerben und Münzen mitgebracht hat. Das Geld, das er heimbrachte. Er hatte Geld, weil er das Zeug sofort weiterverkauft hat? Schätze, ja.
Hat nie was von der Beute hier gelassen. Weißt du, wem er sie verkauft hat? Nein, aber der Schankwirt kam ab und an vorbei und gab ihm Geld. Natürlich hätte es für Fleisch sein können. Gut, ich frage beim Gasthaus nach. So, ich muss mehr wissen. Was weißt du noch? Nichts. Ich schwör's bei Gott, mehr weiß ich nicht. Inek hat mir nie was gesagt. Streng dich an, Mann. Fang an, deinen Kopf zu benutzen, verflucht. So finde ich Inek nie. Wie lang war er fort? Welche Kleidung trug er? Wie sah er aus, wenn er zurückkam? Irgendwas. Nun ja, er kam und ging zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich weiß wirklich nicht. Außer vielleicht, wenn er heimkam, war er von Dornbüschen zerkratzt und hatte Blätter und Matsch an sich kleben. Also ging er womöglich durch dichtes Unterholz, um diesen Ort zu erreichen. Schätze ja, was weiß ich schon. Okay, gut, das reicht. Dichtes Unterholz, merken. Tier haben Tiere. So. Gut. Wir gucken auf die Karte. Was haben wir Neues? Wir haben... Finde Stinkers Vorrat und... Spüre Stinker auf. Huch. So. Bei B muss das sein, ne? Nee. C. Ach, der ist hier irgendwo... Ach. Okay, was war das? Am Haus irgendwo was? An der Westseite des Hauses war das, glaube ich. Hey. Hab ich jetzt gemacht? Ich kann mir sowas nie merken, ey. Ganz ehrlich. Ich höre das und dann 5 Minuten später wird's... Hab ich schon wieder vergessen. Ist vielleicht hier drin? Nee. Steht das vielleicht nochmal in meiner Quest drinne? Ups. So, offenbar gab Stinker, aber Adela hat mir erzählt, dass Stinker Geld beiseite gelegt hat. Es ist in der westlichen Ecke des Familienhauses vergraben, hinter der Gerberei. Okay. Guckt euch die Schweine an. Die hier in 1000 sitzen. So, an der westlichen Seite. Hinter der Gerberei. Vergraben. Ja, du, keine Schaufel. Ah. Ja. So viel dazu. Wir haben keine Schaufel. Ist hier vielleicht... Irgendwie muss irgendwo eine Schaufel sein. Die müssen doch daran gedacht haben, dass man hier eine Schaufel braucht. Ich hatte eine Schaufel und hab mir gedacht, ich brauche die nicht mehr. Oh, so eine Scheiße. So, ist mir egal. Ich klaue hier schnell. Ich hoffe, der Typ bemerkt das nicht. Heimlichkeit verfügbar. Da ist eine Schaufel. Alles gut. So, oh, wertvoll. Oh, gefärbte Mailand-Brigandine. Oh Gott. Schön wertvoll. Das hier fehlt mir. Dann nehme ich noch die Schaufel. Ich lege die einfach gleich wieder ab. Ich würde gerne nochmal gucken. Rüstung, wie sieht's denn aus? Nee, das war's nicht. Da, du. Okay, was sind deine Stats? Sichtbarkeit, Auffälligkeit ist natürlich krass. Naja. Kann ich leider alles nicht tragen. Ich muss dunkel und schwarz bleiben, Freunde. Ich bin in der Assassine. So, und dann tun wir alles gleich beim Pferd rein und da kannst du dann halt verweilen, bis es nicht mehr geklaut ist. Oh,
115 Groschen. Das ist jetzt nicht sehr viel. Robuster Gambeson. Das Ding ist fast kaputt. Das Ding ist fast kaputt. Also hat er es benutzt. Ich kann nicht springen, wenn ich überladen bin. The fuck, ich steck hier fest. Ferdi. Oh, ich hab's geschafft. Okay. So, Waffen. Haben wir irgendwas geklaut? Das ist hier Rüstung. Du bist hier geklaut auf jeden Fall. In die Satteltasche mit dir. Ich hab's fallen lassen, ne? Hoffentlich hat's niemand gesehen. So, okay, du bist geklaut. Ich bin immer noch überladen. Seltsam. Du bist geklaut. Ja, schon besser. Weißt du was, wir packen einfach den restlichen Kram auch da rein. 14 Bier. So viel brauche ich nicht. Ah komm, 5 Stück reichen endlich, ne? Dann packen wir den Rest nämlich auch da rein. Weil im Endeffekt brauchen wir nur Bier. Ah, schön. So ist das doch nice. Gut, Pebbles. Ich glaube, wir müssen aus der Stadt hier abhauen. Ich weiß nicht, werde ich irgendwann wieder gern gesehen hier? Wie die mich hassen. Na gut, laufen wir mal zu A. Oder B. Was fehlt denn noch? Questlog. Spüre Stinke auf. Stinke hat dem Wirt gewildetes Fleisch verkauft. Ich sollte mir das ansehen. Okay, ups. Ich habe mein Mikro geschlagen. Es tut mir leid. So, okay. Dann reiten wir jetzt nochmal wieder zurück. Und sprechen mit dem Wirt. Dann sind wir insgesamt... wie viel haben wir jetzt schon bezahlt? Wir haben jetzt 280 bezahlt. Das heißt, wir bezahlen jetzt 520. So ein Scheiß. 520 Gold haben wir jetzt ausgegeben, nur für diese eine Quest. So. Und wieder jemand, der nicht mit uns reden will. Ich meine, wir haben ihn gerade erst beklaut. Das ist kein Wunder. Verpiss dich! 210. Ach du Scheiße. Was gibt es Neues in der Gegend? Ah, du weißt schon, irgendwas ist immer. Die zwei Schelme Matthäus und Fritz sind endlich fort. Kein Verlust, sag ich dir. Drücken sich immer vor der Arbeit, aber wenn sie eine Chance auf Unfug wittern, ergreifen sie sie sofort. Ich hörte, sie weilen jetzt in der Schenke zur Waldwiese. Na, auf die kann ich verzichten. Soll sich Andreas mit ihnen herumplagen? Aha, also war das Kloster hier? Was gibt es Neues in der Gegend? Nicht viel, Gott sei Dank. Na gut. Ich möchte mich wegen Hinek erkundigen, dem Gerbersohn. Dann frag woanders. Ich hab nichts mit Stinker zu schaffen. Er würde mir nur die Gäste vergraulen. Ach, da habe ich was anderes gehört. Nämlich, dass ihr beide Geschäfte macht. Wer bist du überhaupt? Ein Freund von Hinek. Er ist verschwunden und ich muss ihn finden. Ich weiß nicht, wo er ist. Aber wenn du den Bastard findest, dann sag ihm, dass er mir noch Waren schuldet. Okay, ich habe keine Zeit für Ausflüchte. So etwas habe ich keine Zeit. Ich muss ihn finden und du wirst mir dabei helfen. Ach ja? Selbst wenn ich was wüsste, wieso sollte ich dir helfen? Ein nettes Wirtshaus hast du da. Es wäre schade, wenn etwas zu Bruch ginge. Drohst du mir etwa? Was denkst du denn? Also, fängst du jetzt an zu reden? Oder muss ich es aus dir rausprügeln? Also gut, lass uns auf den Punkt kommen. Siehst du? Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich habe Geschäfte mit Stinker gemacht, aber bei Gott, ich weiß nicht, wo er steckt. Hineks Versteck. Wie ich hörte, hat Hinek ein Versteck im Wald, das er zum Wildern nutzt. Weißt du, wo es sich befindet? Nicht genau,
soll heißen, ich habe nicht den blassesten Schimmer. Aber? Ich weiß, dass es ein dunkler Ort ist. Eine Höhle oder ein alter Minenschacht. Wie kommst du darauf? Immer wenn Stinker wildern ging, kam er zuerst wegen Kerzen und Lampenöl zu mir. Er brachte dann das Wild gehäutet und ausgenommen und dafür hat er wohl Licht gebraucht. Okay, eine Höhle. Wie viel Wild hat er dir gebracht? Wie viel Wild hat er dir gebracht? Nicht viel, ein paar Tiere. Die Nachfrage hier ist nicht so besonders. Manchmal will der niedere Adel was, ansonsten landet es in der Wurst. Toll. Gibt es hier in der Gegend einen Minenschacht? Und weißt du, ob es hier Minenschächte gibt? Da wären ein paar. Einen hat's am anderen Flussufer, ein kurzes Stück abseits des Weges, der von der Schmiede nach Westen führt. Dann wäre da noch einer östlich des Dorfes, oben im Wald über der Felswand. Und ich hörte, dass es einen Schacht in der Landspitze gibt, dicht am Wasser. Danke. Nichts zu danken. Bricht dir aber nicht das Genick. Das ist zerklüftetes Gelände und man fällt leicht in einen Schacht. Okay, jetzt müssen wir noch die Höhle finden und dann haben wir es. Aber Freunde, das werden wir dann auf morgen verlegen. Morgen geht's weiter, hoffentlich, wenn ich nicht gleich League of Legends spiele, währenddessen ich renne und dann hängen bleibe. Ja, wir verpissen uns von der Stadt, die mich hasst. Und dann sehen wir uns halt morgen in aller Frische wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.